Ja, huhu, hier wieder beim Quali mit einem Battle Report 1500 Punkte. 40k, Tyranniden gegen Harlekine. In der Spielebude in Bocholt. Ja, wenn ihr das noch nicht kennt, geht mal auf Google und tippt mal ein: Spielebude Bocholt. Super Laden. Kennt ihr, glaube ich, schon. War vor 2 Reports oder so erst bei mir. Ich spiele ja nicht so oft wie ihr. Übrigens auch ein super YouTube-Kanal. Hier kann ich einblinken. Blenden hier da. Alles, was bei mir nicht an Battle Reports kommt, kommt bei denen. So, genug der Werbung. Wir zeigen euch direkt jetzt, was die Harlekin und die Tyranniden mitgebracht haben. Bis gleich. So, ja, 1500 Punkte Harlekine. Ja, die haben ja keine HQs. Ich nehme deswegen eine Formation mit. Nämlich dem, wie heißt der, K-irgendwas, Jest. Shagorachs Jest. Genau, ja, genau, so heißt sie. Und ja, die besteht aus 3 Shadowseeren, alle Stufe 2. Einer davon hat die Maske mit, die minus 2 auf Moralwert innerhalb von 12 Zoll macht. Super nützlich gegen Tyranniden, ja. Dann 3 Death Jester mit ohne alles. Ein Solitär mit ohne alles. Dann 3x Troops. Die sind alle identisch ausgerüstet. Die haben nämlich alle, bei allen hat der Troopmaster eine Harlekin Kiss mit und ansonsten haben die ganz normalen Player die Aufpralltreffer mit. Und einer von den Troopmastern, nämlich die Nummer 1, oder? Was nicht? Nummer 1, genau. Hier, die Nummer 1, hat außerdem noch den Starmist-Mantel mit, damit er einen Rettungswurf hat, wenn er denn rennen sollte. Außerdem sitzen die alle in Starweaver. Oder Skyweaver heißen die. Skyweaver? Das sind die Starweaver. Starweaver, ich vertue mich da noch. Ich auch. Das ist mein zweites Spiel mit Harlekin. Ich vertue mich da auch immer, ja. So, dann haben wir hier hinten einen Voidweaver mit dem Waffen-Upgrade, damit er auch Schablonen schießen kann. Also dicke, fette Schablonen. Prismatic Cannon oder so heißt die. Ja, genau. Genau. Und hier hinten nochmal 2x2, das sind dann die anderen Weaver. Mit Skyweaver. Genau, Skyweaver mit den Gläfen, damit sie plus 1 Stärke haben. Und DS2 im Charge, ne? Genau, DS2 im Charge. Was ich übrigens ganz lustig finde, das letzte Mal hat jemand bei mir unter dem Battle Report geschrieben, hat irgendein Ami oder so drunter gepostet. Er würde zwar kein Deutsch kennen, aber dadurch, dass ich so viel Englisch rede zwischendurch, versteht er trotzdem alles. Kommt man so ein bisschen zurecht, ne? Alles klar. Also das ist nur mal für die Leute, die immer meckern, dass ich in so viele englische Begriffe hier rein tue. Alles klar. Gut. Ja, dann gucken wir gleich mal, wenn er dann die Sache alle rausgebaut hat. Ich baue noch ein bisschen auf. Ja. Wir sehen uns in 2 Stunden wieder. Tschüss. So, 1500 Punkte Tyranniden. Was hast du denn mitgebracht? Ich habe mitgebracht 2 Harpien. Ja. Besonders gut im Nahkampf, weil die deine Zäpfchenlinie nach unten pressen. Mhm. Dann 2 fliegende Schwarmtyrannen. Mhm. Der hier vorne ist der Fernkämpfer, der hat 2 Twinning Devourer mit diesen Hirnwürmern. Nein, wie intelligent. Ja, ja, der da vorne, der hat, was hat denn der überhaupt? Ach richtig, genau. Das ist mein Warlord. Mhm. Der hat 2x seine Scything Talents und hat Alter Widersacher heißt. Das Ding ist quasi... Hass. Nein, Erzfeind. Enemy. Ja, genau. Ja. Dann sind hier 3 Zoanthropen, alles einzelne Modelle. Ich habe jetzt gelernt, eine Einheit, auch wenn du nur ein Modell bei dem steht, ist trotzdem Psioniker Stufe 2. Das liest sich im Codex ein bisschen eigenartig, weil die ganzen Beispiele sich auf 2 oder mehr Modelle beziehen. Aber auch so. Wer sich rechtfertigt. Halt deine Schnauzen, Alter! Drisch. Junge, wer fertig da? So. Da hinten! Geht's weiter? Achso, ja, hier die Psi-Fähigkeiten. Ja, brauchst du nicht. Die aufzähle, das interessiert eh keinen. Die werden wir eben sterben. Genau. Ja, ihr werdet alle sterben in meinem Psi-Hagel, das ist richtig. Ein Tyrannosaurus mit 5 Despitern, weil der einfach total schön war. Hast du denn auch gelernt, ne, wo wir gerade bei Learnings sind, dass der immer auf das nächste Ziel schießt? Ja, habe ich. Gut. Diesmal 20. Ich bin beim letzten Mal 15. 20 Thermaganten, alle mit ihren Flashbohrern. Da hinten ist wieder Omnomnom von unten, der Morlock. Mhm. Daneben einfach mal 10 Gargoyles, weil die Punkte da waren und ich die Modelle habe. Wollte ich die mal wieder bringen. Mhm. 60, Joe. 2 20er-Trupps Hormaganten, beide mit Adrenalindrüsen. Okay. Und ein Prox. Ja, irgendwo ist mir der andere, ich weiß nicht, wo der mir hingeflogen ist.
1500 Punkte. Wir haben die schräge Aufstellung. Genau. Jo. Das heißt, ihr beide stellt's auf und... dann haben wir morgen. Und dann haben wir morgen. Draußen ist dunkel, Dennis hat kein Matt. Tschüss. Jetzt muss ich... So, wir haben aufgestellt. Ein schönes Board. Nett, nett. Hier die Vereinigte Tyrannidische Armee. Ja, eine fette Battleline. Fertig, um abzuheben. Und hier noch was in Reserve, natürlich, ja, ja. Ja, und hier sich versteckende Clowns erwarten die erste Runde. Ich habe die Ini nicht geklaut, wir haben keinen Nachtkampf. Let the joke begin. Dann ziehe ich mal meine ersten 6 Missionsziele. Gier nach Ruhm müsste zu schaffen sein. Überlegenheit bekomme ich gleich auch hin. Obwohl, du hast nur 2 Charakter, oder? Bitte? Du hast nur 2 Charakter drin, ne? Für Geh nach Ruhm? Ja. Ja. Aber Überlegenheit, sichere Missionsziel 1, wo fliegt denn das in der Gegend um hier vorne? Dann psychologische Kriegsführung, das ist zu schaffen. Sichere Missionsziel 6. Hier. Ist hier vorne. Und sichere Missionsziel 4. Missionsziel 4 ist hier vorne. Ah, direkt okay. Hier vorne. Gut. Also, ne? Dann habe ich so eine Idee, was ich machen kann. Jo. Schön. Das ist blöd, dass es ein bisschen hier spiegelt. Das ist psychologische Krieg. Ihr habt es ja gehört, was er hat, ne? Genau. erster Zug Tyranniden war leidlich. Die sind alle nach vorne hier. Ja. Dann hat er 3-mal Katalyst durchbekommen. Auf den, auf den, auf den, auf den. Auf den Flügeltypen, der hier unsichtbar auf dem Haus steht. Und auf die beiden. Also der Zoanthrop da hinten hat es, glaube ich, nicht. So, dann ja, alles Rennerei und so. Dann hat er geschossen mit dem unsichtbaren Typi hier auf meinen Death Jester hier im Haus. Hat ihn 12-mal verwundet oder so, oder 11-mal. Tja. 12-mal. Ich nee, hab, 11-mal, ja. Ja. Er war auf jeden Fall tot. First Blood für die Tür. First Blood. Dann hat er hier mit Schablonen hier versucht, in meinen Pulk reinzuschießen. Aber meine Jetbikes sind so robust, die lachen da nur drüber. Sind ja Clowns, ne? Ja, auf jeden Fall First Blood. Und was hattest du noch an Missionszielen geschafft? Ich hatte Missionsziel 4 und das bekam ist, 2. Hier vorne. Hier, ja. Und bekam 2 Punkte für Überlegenheit. Überlegenheit. Also das Missionsziel ja. Heißt... Und das Missionsziel heißt. Und das Missionsziel heißt. Und ich halte leider nur das hier. Tja, schade. Ja, dann gucke ich mal, ob ich das ausgleichen kann in meiner ersten Runde. So, dann ziehen wir mal Missionsziele. So, die tollen Harnikin-Missionsziele. Einmal hier Domination. Toll, ja. Das ist, wenn man den zweiten Zug hat. Ne? Jeden Missionsziel, das wird eher schwierig. Die Runde. Ja, das könnte schwer werden. Nummer 2 ist... Nummer 2, ja, Objective 2. Wo ist denn Objective 2? Hier. Ja, super, mitten in den Ganten. Mhm. Yippie. Dann Objective 1. Das ist hier vorne. Das ist das da. Ja, das ist Merk, das ist möglich. Dann Blood and Guts, ein Victory Point, wenn ich etwas in der Assault Phase vernichte. Nur, ja, warum nicht? Also wird auf jeden Fall nochmal ein Thema, dieses Spiel. Ja. Dann Scar the Skies, einen Punkt, wenn ich eine Flieger oder eine fliegende monströse Kreatur zerstöre. Ah, das ist machbar. Und da kauert gerade einer. Ja. Genau. Frage ist, wie soll ich da rankommen? Dann, Principal Performance ist eine Harlequin-Dingens. Den muss ich mal gerade lesen. Moment. Ein Victory Point am Ende des Spiels, wenn mein Kriegsherr noch lebt. W3, wenn am Ende des Spiels immer noch lebt und der gegnerische Warlord zerstört worden ist. Und W3 plus 3, wenn der auch noch von meinem Warlord getötet wurde. Kann ich das andersrum auch adaptieren, wenn meiner deinen zerhackt? Nein! Oh. Bist du ein Harlekin? Nein, ich also. Bin ein Harlekin aufgesammelt. Okay. Dann schaue ich mal, was ich hinkriege. Tschüss. Was ist passiert in meinem Zug? Hier bin ich mit meinem Weaver rausgefahren. Meine Harlekine sind ausgestiegen, gerannt.
und haben seinen Warlord über einen Haufen aufprallt. Einfach niedergewalzt. Ja. Mit kleinen Klönchen. So. Und den fetten Käfer. Hier hat quasi alles geschossen auf den da eben noch stehenden Drudenfuß. Fette Käfer. Und haben ihn kaputt gemacht. Mit dem Elder Thrust Move sind dann die Jetbikes zum Missionsziel. Die sind noch zurück. Genau, in der Psi-Phase haben die Stealth und Shroud nicht bekommen, weil ich es nicht durchgekriegt habe, leider. Leider ist auch Dominate nicht durchgekommen. Einfach zu viele Bannwürfel auf der anderen Seite. Gut, ja, Missionsziel, was habe ich geschafft? Ich habe einmal hier Objective 1 gesichert. Dann habe ich genau, eine fliegende monströse Kreatur. Das sind schon mal zwei. Dann habe ich eine gegnerische Einheit in der Nahkampfphase kaputt gemacht. Genau, das sind schon drei. Und Objective 2 habe ich leider nicht und die kann ich erst am Ende scoren und Domination kann ich auch nicht. Was hast du? Drei. Drei plus Warlord, 4-4 und ich schmeiß Domination mal ab. Das ist eine gute Wahl. Ja. Und dann kommen wir beim Stand von 4-4. Tyranniden Turn 2 und bei mir steht nichts mehr in Cover. Ah, Mirage Launcher, die müssen es richten. Tschüss. So, Missionsziele der Tyranniden. Genau, einmal sichere Missionsziel 5. Wo mag denn das Ding wohl sein? Das ist hier vorne. Okay. Das ist gut, da ist mein Warlock gleich. Und sichere Missionsziel Nummer 3. Das ist dann. Hier. Hab da. Ich schon. So, der zweite Zug der Tyranniden. Es hat sich alles so ein bisschen nach vorne bewegt. Vor allen Dingen diese Rotte, die hat sich dank Objective Secure Regel hier an das Missionsziel reingestellt und ich halte ja es mit meinen Truppen dann nicht mehr. Dadurch hat er einen Missionszielpunkt geholt. Dann ist diese Drude hier über meinen Warlord-Gleiter drüber geflogen, hat so irgendwie was ausgeschissen, aber naja, hat ihm nichts angetan. Dann hat dieser Tyrant, der ist hier rüber geflogen und hat auch volle Pulle hier reingeballert mit 10 Hits oder so. Aber nur 4 Verwundungen, 3 davon Volltreffer, aber ich habe alles durch die Mirage-Launcher abgewürfelt. Und es waren auch 4. Ja, es waren 4, genau. So, und dann hier kam auch noch eine Schablone von der Drude rein. Und ja, da hat das Jetbike hier einen Lebenspunkt verloren. Aber sonst ist auch nichts passiert. Also es hielt sich in Grenzen. In der Psi-Phase wurde außerdem hier vorne so ein Fahrzeug von mir gesprengt. Das ist aber jetzt nicht so wild. Und was hast du noch gemacht? Du hast hier den beiden dicken Fliegeviechern Feel No Pain verpasst. Mhm. Und an dem Feel No Pain für die da drüben bist du leider gescheitert. Genauso wie an dem Charge, verdammte Axt. Genau, die wollten hier an die Jetbikes. Die haben mit ganz gezielten Schüssen, nicht, dass sie die Regel hätten, aber sie haben es... Ja, haben hier einen Ganten rausgefeuert im Abwehrfeuer und dann dieser eine Zoll, den der Gant gemacht hat, der ausgemacht hätte, der hat gefehlt. Ne? Und die Reserven sind nicht gekommen. Und die Reserven sind nicht gekommen, genau. Beide nicht. Ja, beide nicht, der Morlock nicht und das Pot auch nicht. Ja, die werden hier schön reingeploppt. Hätte ich was zu tun gehabt. Okay, ja, dann gucke ich mal, jetzt habe ich jede Menge Ziele. Mal sehen, ob ich die Synapsen wegkriege. Bis dann, Harlekin 2. So, dann ziehe ich mal Missionsziele nach. Auf 3 Stück darf ich ziehen, ne? Genau, auf 5 nach. Genau, was haben wir denn hier? Wir haben ja einmal Hungry for Glory. Ich muss eine Herausforderung aussprechen. Solange der einzige Charakter, wo der fliegt. Sind die Zoanthropen nicht auch Charakter? Nee, monströse, glaube ich, oder? Aber lass mal gleich mal nachgucken. Ja. Dann haben wir hier Big Game Hunter. Da muss ich eine monströse Kreatur oder ein Fahrzeug vernichten. Das wird schwer. Dann Take the Stage. Das ist ein Harlekin-Ding. Moment, ich muss das mal eben lesen. Ein Victory Point am Ende des Zuges, wenn ich einen Objective Marker kontrolliere. Ah, der, ja. Der Turn Number entspricht. Also jetzt Objective Nummer 2. Aha, da hinten. Okay. Aber die Hormaganten sind nicht mehr dran. Ja. Mit Triple Boost. Ja. Okay, ja, das wird schwer, irgendwelche Punkte zu holen. Mal sehen. Bis dahin gucken wir mal, wie ich das hinkriege. Zug Nummer 2 für die Harlekine war ganz erfolgreich. Bis auf eine Sache habe ich alles geschafft, was ich wollte. Ich habe die Zoanthropen alle weggekriegt mit vereintem Feuer.
von allem Möglichen. Und im Nahkampf den letzten Zoantrophen hier auch noch weggemacht. Dann musste ich ja hier mit uns hier zwei freiräumen. Das hat dieser Harlekin Schub gemacht. Außerdem habe ich versucht, den Flyrant hier runterzukriegen mit einem Death Jester. Leider hat der Grounding-Test nicht bestanden, aber der hat einen Lebenspunkt weniger immerhin. Dann bin ich hier mit der Troop zurückgegangen, innerhalb von 12 Zoll um den Flyrant rum und habe Dominate auf ihn gecastet. Das heißt, er muss jetzt gleich auf die 8 testen, wenn er irgendwas machen möchte. So, der Solitär wollte eigentlich hier reinchargen, aber hat mit Doppel-Doppel-1 den Angriff nicht geschafft. Das ist das Einzige, was eigentlich nicht geschafft, geklappt hat. Dafür hast du aber... Ansonsten ist alle Synapse weg, außer dem Flyrant. Das ist schon mal ganz gut. Zweimal Missionsziel 2 habe ich gescored. Und ich habe einmal eine Challenge aussprechen abgeworfen. Stealth und Shroud habe ich durchgekriegt, glaube ich. Nee, habe ich nicht gemacht. Ich hatte Dominate gemacht. Ne? Genau. Ja. Okay, ja. Der hat eine Wunde weniger, habe ich schon erzählt. Sieht ganz gut aus momentan. Aber die Reserven kommen ja noch. Das könnte wehtun. Hoffen wir mal, dass die sich noch eine Runde verspäten. Denn dann sieht es richtig gut aus, denke ich. Also, wenn der jetzt ja seinen Test auch verpatzt, wenn er sich gleich bewegen will, dann muss der auch gerade ausfliegen. Das heißt, er steht dann hier irgendwo im Nichts. Das heißt, das sieht dann sehr, sehr geil auch aus für die Synapse. Die hier sind, glaube ich, gerade auch schon außerhalb von Synapse. Das müsste man gleich mal messen. Und das könnte alles sehr, sehr interessant werden. Ja, wir sehen das in Tyranniden Zirk 3. Missionsziele der Tyranniden. Genau, ich muss nochmal einmal Missionsziel Nummer 3 sichern, wo immer noch da vorne meine Gargoyles drauf sitzen. Sehr schön, ja. Ich muss noch einmal Missionsziel 1. Ja, das ist, keine Ahnung. Da hinten, in der Mitte. Ja. Missionsziel 6. Das ist die 4. Da hinten ist die 6, wo die Jetpacks stehen. Das ist die 6. Und du hast noch einmal psychologische Kriegsführung, Moralwelttest verpatzen. Ja, was bestimmt richtig gut funktioniert gleich. Ja, dann Reserven. Dann die Reserven, genau. Was würfelst du zuerst? Zuerst ein Dropout. Der kommt. Der Morlock. Kommt auch. Kommt. Nice. Ja, dann sehen wir uns nach dem Zug. Ich sag mal kurz, was passiert ist hier in der Runde der Tyranniden. Der hat leider seine Domination-Tests bestanden. Ist hier rüber geflogen, hat den Void Weaver zerschreddert. In kleine Einzelteile gelegt. Der hier hat auf die Jetbikes geschossen und hat sie bis auf einen mit einem Lebenspunkt ausgelöscht. Die hier haben den Troopmaster exekutiert aus diesem Trupp. Der Trupp hier hat den Boden aufgewischt mit den Hormaganten, die sie angegriffen haben. Dann ist der Morlock rausgejumpt und hat zwei Player getötet aus dieser Truppe. Die haben aber ihren Test bestanden. Und der Solitaire hat einen Lebenspunktverlust erlitten durch den Beschuss von denen. Die dürften ihn nicht angreifen, weil sie ihren Synapsentest verpatzt haben. Ja. Ansonsten hat der hier überlebt den Beschuss von dem. Ja. Ansonsten, was hast du für Missionsziele? Ich habe nur Missionsziel Nummer 3 geschafft. Das ist es hier. Ja. Psychologische Kriegsführung werde ich abwerfen. Das heißt, 7 zu 6 nach deinem dritten Zug. Ja. Harlekin jetzt Zug 3. So, zwei neue Missionsziele für die Harlekine. Objective 5. Was ist das? Das ist da hinten, hier. Da. Da. Ruine. Ja. Dann haben wir Objective 4. Das ist, glaube ich, da hinten. Ne? Hier. Da. Auch machbar. Also einmal den Deathwing-Tempel und einmal den Bunker. Alles machbar. Dann habe ich noch Big Game Hunter. Das heißt, ich muss eine monströse Kreatur töten. Das ist eine monströse hier, ne? Mhm. Die drei quasi. Ja, aber die beiden fliegen ja. Und der da auch. Hm, okay. Und das andere kann ich ja erst am Ende des Spiels sorgen. Okay. Die Harlekine haben wieder gewütet. Ich bin mit dem Troop und dem Death Jester hier in den Ganten-Trupp rein und habe ihn ausgelöscht. Die Jetbikes hier fahren zum Missionsziel. Der Weaver schnappt sich das Missionsziel. Die gehen nach hinten. Das Jetbike verpisst sich ein bisschen. Der Death Jester und die Truppe hier greifen den Morlock an. Schlagen ihn leider nur auf einen Lebenspunkt runter. Also der lebt noch, weil der Solitär mit seinem Blitz versagt hat.
trotz der Masse an Attacken keine einzige 6 beim Trefferwurf. Schade, schade. Ja, dann bin ich hier konsolidiert mit der Mask of Secrets Richtung Tyrant, weil der ist wieder dominiert und muss wieder testen für alles Mögliche. Und ja, ich habe Missionsziel Nummer 5 und Missionsziel Nummer 4 habe ich eingenommen. 4 ist hier vorne und 5 ist da hinten. Genau, da und da. Dann habe ich leider verpatzt, den Warlock zu töten. Der lebt leider noch. Der hat übrigens seinen Hit und Run verpatzt. Muss also im Nahkampf mit dem Solitär und dem Troop bleiben. Ich würde da auch nicht gerne rausgehen. Die stehen da gerade ganz gut. Und ja. Sonst noch irgendwas zu sagen? Ich glaube, das Vieh könnte jetzt gleich ganz schön wehtun. Die beiden fliegen noch, da komme ich eh nicht dran. Die sind außerhalb von Synapse. Also noch bin ich guter Dinge. Und ja. Die Premiere ist jetzt, dass zu Beginn von Zug 4 du das erste Mal in Front gegangen bist. Steht 8-7 für die Harlekine. Ja, super. Seht ihr? Das ist einer, der mitzählt, ja. ja, das. Also ich finde das schon, also die Aufpralltreffer sind echt schon krass bei den Harlekinen gegen die. Ich meine, ich habe die ja extra deswegen mitgenommen. Hier hat er sich natürlich ganz schön fies hingestellt, ganz oben hin, sodass nur einer einziger mit Aufpralltreffern in den Base-Kontakt kommt. Ganz schön miese Sache. Vor allen Dingen, das könnt ihr mal in die Comments schreiben, wie macht das der Morlock eigentlich? Wenn er unten auf so einem Geländestück rauskommt, muss er sich dann irgendeine Ebene aussuchen? Das heißt, kann er sich auch ganz nach oben auf das Geländestück stellen oder kommt er immer in den Ground Floor? Könnt ihr mal reinschreiben, wir wussten es nicht genau. Haben wir jetzt gesagt, der steht halt oben und ja, deswegen kommt nur einer mit Aufpralltreffern dran. Alles klar, dann sehen wir uns in Tyrannidenzug 4. Missionsziele für die Harlekine, für die Tyranniden. Was hast du denn gezogen? Macht das Warp, ich muss eine Psykraft freisetzen. Ja, das ist möglich. Und du hast sonst noch Missionsziel 1. Mhm. Das ist da hinten. Und du hast sonst noch Missionsziel 6. Das ist diesmal nicht das mit den Gargoylen. Da. Da. Hier. Machbar. Dafür ja, müsstest du allerdings landen. Bitte? Dafür müsstest du allerdings landen. Nee, mein Dropout darf laufen. Ja, richtig, stimmt. Das geht auch. Ja. Mein Dropout darf 6 Zoll laufen. Nein. Das war Tyranniden Spielzug 4. Das Vieh ist ziemlich mies. Das hat hier gerade meine Troop ausgelöscht und meinem Shadow Seer einen Lebenspunktverlust verursacht. Ja, das war ganz schön blöd. Ansonsten hat das Vieh nichts gemacht. Der Solitaire schlägt endlich mal den Morlock tot. Und hier ist ein Jetbike gestorben, am Beschuss von denen hier. Aber das Allerwichtigste ist den Domination-Test von dem Hive Tyrant. Der wurde verpatzt und er fliegt vom Spielfeld. Das heißt, da diese Runde kein Psi und kein Beschuss. Das war ganz schön wichtig. Ja, okay. Dann hat mein Gegner halt einen Warlord-Kill gemacht, weil das war der Warlord leider hier drin. Und zusätzlich noch einen. Was hast du noch? Ich habe Missionsziel 1 bekommen und Missionsziel 1, 6 genau, da steht das Ding, dicke Ding dran. Genau. Okay, ja, dann sind wir jetzt in Zug 4 der ja, Clowns. So, ein Missionsziel darf ich neu ziehen. Und zwar ist das Harness the Warp. Ich muss eine Psykraft durchkriegen. Ja, ja gut. Den schmeiße ich jetzt schon mal ab, weil den kann ich nicht mehr kriegen. Und, Ach ja, richtig. Und okay. Ja, dann sehen wir uns nach meinem Zug. Das war ein Harlekine Zug 4. Mein Shadow Seer geht in den Transport zurück. Hier greift alles, was hier drumherum stand, das Tyrannicide an. Hier haben wir eine Frage, wie ist das mit diesem instinktiven Feuern? Kann der sogar bei jedem Abwehrfeuer geben oder zählt die Grundregel, dass man nur einmal Abwehrfeuer geben kann? Wir haben es jetzt gemacht, dass es nur einmal Abwehrfeuer machen kann. Und zwar gegen den Death Jester. Der hat es als erstes angegriffen und hat das sogar überlebt. Dann aber allerdings hat das Vieh auch überlebt, hier mit 2 Lebenspunkten. Oder sind das nur 2 weniger? 2 Lebenspunkte. Es hat noch 2 Lebenspunkte und hat im Gegenzug einen Player aus der Troop rausgeschlagen. So, dann sind hier vorne noch die Gargoyles ausgelöscht worden im Nahkampf. Und was hier bei dem Nahkampf noch war, hier ist das Jetbike irgendwie in den Nahkampf reingefahren, also wollte chargen, ist aber im Gelände verreckt. Das war ganz witzig.
So, ja. Weil die sind nämlich nicht mit dem Flipbelt ausgerüstet. Die sind nicht mit dem Flipbelt, wie wir wissen. Ja. Meine Siegespunkte. Ich habe 3 Psi-Kräfte freigesetzt. Das heißt, du kriegst W3 Punkte. Ja, W3 Punkte. Das ist einer. Damit gleichst du aus. So. Ja, Big Game Hunter habe ich leider nicht geschafft. Und hier, die haben übrigens, das könnte jetzt vielleicht doch noch vielleicht ganz, ganz nützlich sein, die haben Veil of Tears auf sich drauf. Und was hatte ich denn noch? Ich hatte Psychic Shriek noch gemacht, ne? Und irgendwas Unnützes noch. Also ich habe auf jeden Fall 3 durchgekriegt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche ich genau gemacht habe. Ich weiß nur noch, dass Veil of Tears auf denen drauf war. Ach ja, und die hatten hier Stealth und Shroud. Genau. Genau, okay. Dann kommen wir zu Tyrannidenzug 5. Magst du deine Missionsziele mal ziehen? Mhm. Eins noch. Eins noch, genau. So, ein neues Missionsziel. Luftraum sichern ist Käse. Sichere Missionsziel Nummer 6 ist auch irgendwie voll kacke. Was aber ist da hinten? Ja, aber das ist jetzt deine Bordkante, ne? Du kommst jetzt hier rein. Ja, eine. Im Flugmodus. Im Flugmodus. Im Flugmodus. Aber ihn kann ich landen lassen und 12 Zoll rüberjumpen. Das ist richtig. Und dann habe ich ein Missionsziel und Nummer. Doch, genau. Und Nummer 2, ich muss irgendwie was casten. Du wirst wahrscheinlich nicht, wer mit viel Glück hast du genug Würfel, um sogar vielleicht 3 zu kaufen. Ja. Mit Glück. Alles klar, wir sehen uns nach, wir sehen uns nach Tyrannidenzug 5. So, ja, die Tyranniden wüten wieder böse, jetzt wo der Flyrant wieder auf dem Feld ist. Der schießt hier das Fahrzeug mit dem Shadowseer kaputt und explodiert es sogar. Dadurch stirbt der Shadowseer. Schade, schade. 2 Psi weniger. Und vor allem wichtige Psi-Kräfte weniger. Ja, sonst im Nahkampf ist das Ding dann endlich dann Fritte. Leider in meinem nicht in meinem Zug. Das heißt, ich kriege dafür keine Siegespunkte für Big Game Hunter. Und ja, die Drude holt sich Missionsziel Nummer 6 und ist ja bei am Boden. Das heißt, ich kann sie gleich angreifen und vor allen Dingen normal beschießen. Ja, Missionsziel ziehen. Jetzt ist er gespannt. Es muss was Gutes kommen, damit ich noch gewinnen kann. Also du hast noch Big Game Hunter und... Objective 2. Wo ist das zwei? Denn? Hier. Da. Da hätte ich es schwer. Oh. Hm. 12 plus 18 hast du mit den schnellen Antigraf. Mit dem, ja. Aber dann kann er nicht schießen. Und mit dem... Das ist ein Elder Jetbike, das kann... Ach, 6, das da hinten. Ja, ja, ja. Okay, dann kein Thema. Zoll. Kein Thema. Kriegen wir hin. Sorry, Bro. Zäpfchen halt, ne? Okay. Also, dann kriegst du zurück, ey. Ich sag, dann kriegst du zurück. Then are the rules. Okay, wir sehen uns nach Clowns Zug 5. So, Clowns Zug 5. Death Jester Solitär Troop. Alle in die Harp hier rein. Ist eine Harp hier, keine Drude. Mhm. Vorher schießt alles noch drauf, was kann. Das Bike hier an das Missionsziel Nummer 2, was ich gezogen habe. Die bleiben hier hinten stehen. Und wie ihr seht, ist die HP weg. Konsolidierung einmal ins Gelände. Der Solitär leider nur 1 Zoll, steht da irgendwie im Freien. Und die anderen stehen hinten da an dem Geländestück. Das heißt, das Einzige, was vom Gegner noch ist, ist der Flyrant, der in der Luft ist. Und was soll ich mal gegen den machen? Ja, ich habe Missionsziel 2 mit dem Bike. Und ich habe endlich mal in meinem Zug eine monströse Kreatur getötet. Sonst wäre immer nur im gegnerischen Zug. Das heißt, plus 2 für mich. Und dann sind wir bei... Warte, ich gucke mal auf den Punktestand. Ja, der hier ist meiner, ne? Ja, der, genau. Dann sind wir bei 11 zu 10. 11 zu 10 am Ende von Zug 5. Und ich muss würfeln, ob es weitergeht. Also wenn du sicher gehen willst, dass es nicht weitergeht, nimmst du einen blauen Würfel. Nee, ich bleib bei meinem weißen. Geht weiter auf einer... 3. 3 plus. Es geht weiter. Noch einen Zug. Okay. Tyrannidenzug 6. Zug 6 für die Tyranniden. Ja, was hatte er gezogen? Er hatte kein Missionsziel mehr gezogen. Er hatte ja noch hier auf der Hand, dass er noch eine Psi-Kraft casten muss. Das hat er natürlich geschafft. Er ist gelandet, ist hier hinten hingerannt und hat sich selbst viel No Pain gegeben. Konnte ich leider nicht bannen, weil er eine riesen Anzahl an Warp-Charges generiert hat.
Gut, das ist also ein gelandeter Tyrant mit Feel No Pain. Und der hat Durchbruch sogar. Aber er ist auf dem Boden und ich kann ihn beschießen. Und angreifen. Gut, wie viel ist der Spielstand dann jetzt? Der Spielstand ist im Moment, ich habe ein Missionsziel bekommen. Also 11 zu 11. Steht es 11 zu 11. Wenn er überlebt? Ja, wenn. Draw. Ja gut, aber du hast ja auch Durchbruch da. Darum sag ich ja, das ist ein Draw. Ein Draw. Ja. Wenn. Okay, dann spiele ich doch jetzt mal weiter und kriege noch ein Missionsziel ziehen, hoffentlich was Cooles. Recon. Oh, du arme Sau. Was denn? Ein Autopunkt. Autopunkt. Sind alle Missionsziele aufgeklärt. Ja, ja dann. Handshake. Was kannst du noch eine Runde weitergehen? Ja, ich kann ja nichts mehr machen. Ja, was soll ich da jetzt noch? Das passt schon. Dann call ich das Ding hier. Egal, was ich danach ziehe, hier Königsmord. Ja, gut. Ja, hast du einen Wäre geil Punkt. Gewesen, hast du einen Punkt? Hm? Königsmord hast du automatisch einen Punkt. W3 sogar. W3. Ja, dann machen wir noch eine Runde. Gucken wir mal, was da rauskommt. Falls es noch eine Runde weitergeht. Aber erstmal ist Koali jetzt dran. Ja, ich sehe euch, wenn nicht fertig. Die Harlekine versuchen nochmal alles, um den komplette Auslöschung zu erwirken. Erzis hat sich hier hinten ja verpieselt. Ich bin alle mit Feuerreichweite, würfel total scheiße, mache ihm im Feuer nichts. Aber der Death Jester, der Solitär schafft seinen Angriff mit einem 10 Zoll Charge. 11 Zoll Charge sogar, ja. Geht rein, verwürfelt alles und wird im Gegenzug vom Tyrant im Nahkampf zerpflückt. Kann man nicht anders sagen, er wurde zerpflückt. Auf dem letzten Würfel der Runde war es dann der Tod. Könnt ihr alles bei der Spielebude live nacherleben, inklusive Reaktion von meinem Gegner. Als Missionsziel hatte ich Recon, das heißt, da habe ich automatisch einen Punkt gekriegt, weil wir haben alle Missionsziele aufgedeckt. So, und mein Gegner hofft jetzt, dass es noch einen siebten Zug gibt. Ja. Denn es steht jetzt aktuell 13 zu 12. Ja. Hast du schon mit den Durchbrüchen, hast du ja. schon? Okay. Ja. Also das ist jetzt gezählt mit beiden Durchbrüchen. Alles klar. Wenn es jetzt weitergeht, könnte das ja noch negiert werden. Also ich nehme das mal, ne? Also 11 zu 12 11 eigentlich. 12, ja. Weil wir noch nicht wissen, ob es weitergeht. Okay, und ich weiß, weil er das schon aufgedeckt hat, dass er nächste Runde Königsmord zieht. Das heißt, er hat da automatisch D3 Missionszielpunkte. Darfst da nur nicht getabelt werden. Ich darf da nur nicht getabelt werden. Jetzt mach doch den Kiefer hier an. Geh! So, und jetzt der alles entscheidende Würfelwurf. Ob es denn eine siebte Runde gibt auf die 4+. Auf die 4+. Das ist spannend, Leute. Nein, es geht nicht weiter. Epic Handshake, Leute. Das war ein krasses Spiel. Das war krass. Mein Gott, was ein Ende. Ja, wir setzen uns gleich nochmal hin und machen so ein bisschen Recap. Und ja, du musst erstmal sitzen und erstmal was trinken oder so. Nein, rein rauchen. So schaut's aus. Also für sowas liebe ich Warhammer bis zum letzten Spielzug spannend und dann auch solche geile Sachen wie hier das mit dem Solitär. Ja, bis gleich beim Recap. Bis, ne? Ja. Jungs, wie geht's euch? Puh. Müde. Ja. Geschafft. Wie viel haben wir jetzt? Wir haben es jetzt 20 vor 1. Nachts. Abends. Ja. Das heißt, wir haben knapp 5 Stunden gespielt? So ja. Ungefähr, ja. Genau. Ja, das dauert mit Kamera echt länger. Ja. Genau. Also ich glaube, wir erzählen immer nur, dass wir lange filmen, aber so ähnlich sieht's aus. Wenn's mal lang wird, dann... gucken wir auf die Uhr, bei der Postgame-Show da haben wir es. Ja. 2,5. Liegt übrigens auch auf meinem Kanal, fragen die Leute voll oft, wann kommt dein nächster Battle Report und so, aber ihr seht, ein Spiel dauert 1500 Punkte, dauert 5 Stunden. Ja. Auch wenn ich Recap nur mache und ihr macht filmt halt alles, brauchst trotzdem ganz lange. Mhm. 5 meistens nicht, meistens so 4 oder so. Aber die Zeit ist halt das Problem. Ne? Ja. Du musst Leute finden, die mit dir diese Zeit füllen und so und ihr kennt das ja auch gut, ihr spielt ja gegeneinander meistens. Mhm. Und habt ja auch den Laden hier und ich muss mir immer noch Gegner suchen, irgendwo auch einen Platz suchen zum Zocken. Ja. Das ist gar nicht so einfach, Leute. Aber reden wir doch mal über das Spiel. Ja.
Ich hatte mit dem Drehen mal echt einen Haaren hängen. Ja, aber das gesehen, Würfel haben gelitten. Ja, ich habe, das hat glaube ich mal am Eingang gesagt, ich habe gestern noch bis 2 Uhr habe ich Miliput in meine Ganten gepackt. Ich war etwas müde und dann kam lauter Einsen geflogen. Alter Schwede, da ging ich hart auf dem Zahnfleisch. Ich muss aber sagen, unabhängig davon, es waren ganz viele Emotionen und das ist eigentlich, finde ich, auch das Geile an dem Spiel. Und das hat mir an dem Ganzen gefallen, vor allem, weil die Abrundung gestimmt hat. Also, es ist alles mir um die Ohren geflogen, ich habe scheiße gewürfelt, aber wenn man auf die Punkte geguckt hat, dann war es eigentlich die ganze Zeit gar nicht so tragisch. Ja. Sondern da haben wir uns immer aneinander um 1-2 Punkte aneinander vorbeigehangelt. Ja. Und, aber das, finde ich, ist das Irre irgendwie an Tabletop oder an Warhammer. Scheißegal, wie die Punkte ausschauen. Ne? Du gehst da einfach durch Täler oder machst da irgendwelche Höhenflüge plötzlich mit. Ob die jetzt rational sind anhand dessen, wie gerade das Spiel steht, furz egal. Das Ende fand ich geil. Wir haben es noch off-cam einmal ausgewürfelt, was passiert wäre, wenn Runde 7 gekommen wären. Dann hätten die Tyrannien sogar noch gewonnen. Ja, mit 3 Punkten. Ja, aber zwei, mit 2, genau. Ja. Aber so haben die Harlekine, finde ich, auch absolut so verdient. Knapp war es. So ja, knapp. Absolut verdient, aber gewonnen. Haben ihre Revanche bekommen nach dem Table beim letzten Mal. Ja, da konnte ich nichts für. Nee, genau. Aber es war ein im Nachgang wundervoll emotionales Spiel. Du warst ein toller Gegner. Schön, dich wieder hier gehabt zu haben. Ja, wenn ich kann, komme ich gern vorbei. Ich fahre halt immer 1,5 Stunden hier hin. Also, ja, das ist echt eine Strecke, ne? Vor allem, wenn dann so ein Battle Report auch mal. Ja, ihr nehmt ja immer montags auf, meistens, ne? Und ich muss dienstags immer meistens früh arbeiten. Das okay, ja. Jetzt ist das Ferien in NRW, da habe ich ein bisschen frei, das Gott sei Dank. Ja, aber was war denn bei dir so die beste Einheit? Die beste Einheit war nicht mein Chef, sondern der Tyrant. Der Tyrant? Der, fand ich nicht. Doch, der hat das Ding zum Schluss gerockt, der war super. Ja, zum Schluss, okay. Und aber mein übers, Pott. Über, ja, genau, übers, der Pott war echt, der stand in der Mitte rum und hat meine halbe Armee zerballert. Mhm. Mach's nochmal, Dennis. So macht er dann. Ja. Mehr davon übrigens auf dem Spielebude-Video. was denkst du, was bei mir gut war? Ich fand bei dir den Typen ziemlich hart, der mir permanent meinen Moralwert nach unten gepresst hat. Obwohl er Synapsenkreatur und vieles ist, ne? Genau. Trotzdem, ich glaube, der hat ganz, ganz viel an dem, wie Tyranniden sich aufbauen können, einfach weggemacht. Weil die halt ihre Synapsen brauchen. Die erwarten extra ihre Fliege dazu. Und ich war total gehemmt. Mein persönlicher Held des Tages ist tatsächlich der Death Jester, der Death so viel Overwatch aufgefressen hat. Ja. Wahnsinnig gut. Ich meine, tatkräftige Unterstützung von Dennis. Der hat nicht viel aufgefressen, der hat einfach nichts abbekommen. Ja, der aber hat sich schon so ein Schutzschild um sich drum herum. Fand ich, wenn man dann Einsen generiert hat. Fand ich richtig groß. Also, was kostet ein einzelner Death Jester ungefähr? 85 Punkte oder so. Das war's wert. Also, ich meine, umso ärgerlicher, dass du den einen Skyweaver verloren hast in Dangerous Terrain beim Charge. Ja, gut. Aber ich fand es total cool, dass das, was auf dem Feld passiert ist, überhaupt gar nicht mit den Punkten übereinstimmte. Mhm. Auf dem Feld denkt man immer so, oh mein Gott, ne, die Tyrannien sind gleich weg. Aber nein, die Punkte. Ja. Die Punkte waren immer sehr even. Ich fand auch bei mir ziemlich, also ich fand das mit der Maske auch ziemlich gut, den Shadowseer. Mhm. Vor allen Dingen, weil der das auch mit dem Psychic Shriek war. Mhm. Das heißt, du hattest ständig irgendwie die Gefahr, dass der so einen Psychic Shriek raushaut. Ja. Und das ist 2 Moralwert. Ne? Und ich war am Anfang überlegt, ob ich gegen Tyrannien überhaupt die Maske einpacken soll. Mhm. Aber ich habe es dann doch gemacht. So einfach Standardliste einfach mal einpacken. Hat sich gelohnt, finde ich. Ja, hat sich definitiv. Ich glaube, ohne das Ding hätte ich einfach viel häufiger die Kontrolle behalten können mit denen, wo ich jetzt sonst immer hätte testen müssen. Ich hätte vor allem nicht den ganzen Käse gebannt, ne? Bei Moralwert 10, da wäre ich jetzt mal deutlich entspannter gewesen als bei einem Moralwert von 8. Ja. Vor allen Dingen dann die eine Runde, wo ich Dominion durchgekriegt habe und von der Platte fliegen musste. Oh ja. Aber das, muss ich sagen, hat mir, glaube ich, im Nachgang den Arsch gerettet. Ja, im Prinzip schon, ja. Ja, an sich mussten ja die anderen beiden nur eine Runde halten, was sie zum Glück auch irgendwie gemacht haben. Dann konnte er rein und konnte einfach mal losbremsen. Und ich konnte noch auswählen, wo ich rein will. Aber es war eine Runde weniger, 12 Schuss, Stärke 6 synchronisiert. Das stimmt. Du hättest auf jeden Fall eine Einheit rausgehauen in der Runde. Aber deswegen ist es ja auch schön, wenn wir Gäste hier haben. Weil wir hatten ja noch drüber gesprochen, du hast dann Dominate gecastet. Ja. Ich hätte ja eher Mind War gespielt. Ja.
Ne, um einfach da mal so nochmal das Target nochmal ein bisschen weicher zu machen. Mhm. Aber so sind die Spielweisen immer unterschiedlich. Deswegen ist das ganz spannend, wenn man nochmal neue Gegner hier hat. Ja, wir haben auch in den Pausen immer ein bisschen diskutiert. Und du spielst die Harlekine auch so einen Tick anders irgendwie, ne? Ja. Also ich muss sagen, deine Harlekine sehen auch super aus. Also ich muss an meinen noch ein bisschen arbeiten, habe ich jetzt heute festgestellt. Aber wenn ich nicht für Dennis malen muss, dann... Ich wollte sagen, demnächst darfst du ja wieder, wenn bei mir das fertig ist. Ich wollte sagen, wenn die 12 Panzer für die Crimson Fist Salamanders Ultramarines fertig sind. Super Smurfy, Bunty Smurfy sind da. Ja. Bunty Smurfies. Das, was bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, fand ich, ist, also was heißt überhaupt nicht funktioniert hat, wovon ich enttäuscht war der Solitaire. Mhm. Weil der ist zwar über das ganze Spielfeld gejumpt und ist überall in die Nahkämpfe und so, aber im Endeffekt hat er zu schlecht, also ich habe zu schlecht gewürfelt für den. Mhm. So, der hatte nie irgendwie seine DS2-Wunden. Aber ein paar Auto-Wunds hat er verursacht, ja, gegen den Morlock? So, ja, aber das hätte der Rest auch erledigen können oder so. Ja. Der hatte noch eine Wunde. Ich habe den Solitär auch erst einmal gespielt und das war gegen Necrons. Okay, muss man zugeben, das ist auch echt undankbar, ne? Aber da war das genau. Ja, wie gesagt, also wenn man gut würfelt für den, dann rockt der das Haus. Ne? Wenn, ich habe halt sehr, sehr wenig zu Sechsen beim Trefferwurf gewürfelt und dann ist der so meh. Aber der kostet fast so viel wie den ganzen Troop, ne? Ja. Wie viele Punkte kostet er mal bei? 145. Also der ist nicht zu teuer für das, was er das ist okay. Ja. Aber du könntest dafür auch eine schlecht ausgerüstete Troop kriegen. Ja. Und dann hast du halt eine 5. Unausgerüstete. Ja. Unausgerüstete, aber dann hast du halt 5. Mhm. Ja. Und ich habe auch am Anfang gedacht, spielst du überhaupt diese Jest? Muss ich sagen, hat auch geholfen, die Einsen wiederholen beim Rettungswurf. Hat mich ein paar Mal gerettet. Ja, sonst wäre deutlich mehr drauf gegangen. Und vor allen Dingen, ich habe am Anfang gedacht, oh, die Death Jester, die sind voll scheiße gegen Tyranniden, weil die haben ja sonst ihren tollen Schuss, mit dem die beeinflussen können, wo die Leute hingehen und dann niederhalten und so ein Zeug. Und ich habe gedacht, gegen Tyranniden geht das alles nicht, sollst du sie mitnehmen. Aber es sind immer noch 3 Schuss, Stärke 6 mit Bladestorm. Ja. Ja. Und allein deswegen, und es sind einzelne Ziele, die irgendwo rumstehen und dich nerven. Mhm. Ja, du wolltest, ich habe das irgendwie gesehen, schieß dich auf den Desk. Ach komm, nee, das ist ein Modell. Ja, genau. Ach nein, lass mal gut sein, die anderen sind viel gemeiner. Ja, genau das machen. Und dann kriegst du in der nächsten Runde dann noch wieder die 3 Schussstärke 6 rein. Ja. Und, das, was ich bei mir jedes Mal denke, ich finde die Zoanthropen super. Ja. Ich finde es total wichtig, das sind billige Synapsen. Aber jedes Mal, wenn die wieder den Arsch versucht bekommen, denke ich mir, mein Gott, pack doch beim nächsten Mal lieber 2 in eine Einheit rein. Oder pack doch Tyranidenkrieger mal ein. Dann hast du zwar weniger Psi. Ja, die sind gerade in der Bemalung. Okay. Aber mach nochmal so mit deinem linken Arm. Mit deinem linken. Ja, etwas tiefer. Oui, ja, das ist gut. Da findet ihr nämlich das Video zum ersten Bad Rap, wo der Koali zu Gast war. Mhm. Gegen die Green Tide mit mir. Weniger sinnvoll, weniger spannend, aber eine Green Tide ist nie sinnvoll. Ja. Ich muss aber sagen, mit den Zuanthrofen, bei dir, ich fand, du hast die zu aggressiv gespielt. Ja. Du hast mir ermöglicht, die in einer Runde alle vom Feld zu nehmen. Mhm. Ich hätte die Gantenrotten entweder um die rumgebaut, sodass ich an die nicht drankomme, oder die weiter hinten gehalten. Mhm. Weil die haben eine relativ große Reichweite mit der Synapse, beziehungsweise du brauchtest die gar nicht so nah dran, wie du die gezogen hast. Das ist richtig, aber ich wollte gerne mit dem Warblitz immer losdackern. Ja, es ist halt immer die Sache. Verliere ich die, ne? Ja. Oder will ich einfach schießen? Ja. Ich wollte schießen. Ja. Und wenn du schießen willst, dann würde ich die echt mit so einer Rotte abschirmen. Dass da keiner vorbeikommt, weil du hast dich schön so gestellt, dass da genau so eine Gasse zum Zoanthropen war, wo die Troop rein konnte. Ich so, okay, jetzt. Ja, das war so ein Stück dem aber auch geschuldet, dass ich auf die total auseinandergesplitteten Missionsziele musste. Ja, das war schwieriger. Ich würde von dir gerne mal eine Tyranniden-Armee mit Toxotrophen sehen. Weil du verlierst immer unheimlich viele Ganten durch Beschuss. Wenn du einen Toxotroph dazwischen hast, mit einem Car-Safe. Das kann man mal ausprobieren. Ich hatte die mal in einem Spiel und fand die total beknackt, weil die Toxotrophen müssen vorne laufen. Nee. Die Regel von den Toxotrophen ist alle Einheiten, alle Modelle im Umkreis von 12 Zoll. Das heißt, wenn du die Gantenrotte haben möchtest, also das hat nicht. Aber solange ein Modell von der Gantenrotte Stealth hat, hat das die ganze Truppe. Ja. Das ist das Spannende. Das heißt, du machst dir so eine Linie nach hinten zur Aufstellungszone, weil es ist ja ganz. Wie bei Cover.
Das ist so, dann habe ich die Regel falsch gelesen, weil in der Regel steht nämlich drin, jedes Modell hat das nur diese Regel und nicht die Einheit. Ja, aber in der Stealth-Regel selber steht drin, Stealth überträgt sich auf die Einheit, sobald ein Modell das erreicht. Das ist ja geil, dann brauche ich noch ein paar Sporen-Schnapsels. Ja. Die sind aber keine, und das ist schade, die sind keine Synapsenkreaturen, sondern die pupseln sich selber schon wieder in den Hose. Aber apropos Sporen, ich glaube, das Spiel wäre auch nochmal anders gelaufen, wenn du deine Sporenminen mitgehabt hättest. Also, das wäre auch schön gewesen. Das wäre nicht nur schön gewesen, das hätte mich enorm in der Beweglichkeit eingeschränkt und mir auf jeden Fall Verluste zugefügt. Ja, die ploppen auch. Ja, und gerade gegen Eldar, die nur Widerstand 3 haben, die. Panzerung 10? Ja. Das ist tödlich. Ja. Aber, ich fand, das hat Laune gemacht. Ja, es hat tierisch Laune gemacht, ja. Vor allen Dingen, weil es immer so knapp war und ich musste echt überlegen. Und ich habe am Anfang, haben wir uns unterhalten, habe ich gesagt, so, komm, du tables mich eh, weil vier fliegende Kreaturen, was machst du dagegen mit Harlekin gegen? Mhm. Und dann lässt du in deinem ersten Zug erstmal zwei Kreaturen am Boden. Ich so, okay, und stellst sie dann noch nach vorne. So, okay, danke. Ja, das habe ich am Anfang gesagt. Ich dachte, ich starte mal total nett. Ich habe sehr geweint am Anfang, als ich die Liste gesehen habe. Ja. Aber es hat dazu beigetragen, dass das Spiel spannend bis zum letzten Zug gewesen ist. Von daher, Dankeschön, Dennis. Ja, ich hoffe, es hat euch auch allen gefallen. Wenn ihr zugeguckt habt, lasst doch irgendwie einen Comment da. Also Bewertung weiß ich nicht. Also mir ist eine Bewertung nicht so viel wert wie ein Comment für euch. War das? Also, finde ich mir total schön. Wir haben ja ganz viele tolle, rege Kommentare. Und ja, Twitter, genau. Wenn wir was falsch machen, bitte reinschreiben und verbessern. Das passiert ja alle naselang. Zumindest bei uns. Also Dennis und ich machen viel falsch, ja. Aber mir merkt man das nicht so, welche Mikke naselang war. Aber ihr seht, wir sind lernfähig. Genau. Ja. Gut. Ja, danke fürs Zugucken. Genau. Schniegen Abend noch irgendwie, ne? Das ist immer Abend, ich weiß gar nicht. Manchmal kommen dann auch Leute morgens. Ja, du musst noch richtig. Und genau, wir hoffen auch, dass ihr ganz, ganz viel Spaß habt. Komm, Tobias, mach den mit dem Moschen von hinten. Aus der Kamera raus. Mach es. Immer fein. Weiter Moschen.